Inmitten eines gelben Meeres liegt die weiße Stadt auf den Hügeln des südlichen Rügen. Fürst Wilhelm Malte I. gründete Putbus im Jahre 1810. Fasziniert vom Klassizismus, verfügte er konsequent den Ausbau der Stadt in diesem Stil. Mit weißen Häusern umbaut liegt der sogenannte Zirkus, ein kreisrunder Platz mit innenliegendem Park. Gesäumt von prächtigen Bauten wie dem königlichen Pädagogium. In der Mitte ein hochaufragender Obelisk. Zahlreiche Rosenstöcke zieren das Ensemble und führen zum Beinamen Rosenstadt. Zum Bahnhofsfest am 21. und 22. Mai konnten die Besucher mit dem dampfgeführten Pendelzug aus Bergen stilecht anreisen. Zuglok 91134 aus Schwerin ist mit Baujahr 1898 die älteste betriebsfähige Normalspurlok in Deutschland. Schaulicher geht es auf der Schmalspur zu. Zwischen endlosen Rapsfeldern fährt die 52 mh der Rügenschen Bäderbahn mit ihrem Traditionswagen aus Putbus aus. Die kleine Heißdampflok wurde 1914 in Stettin erbaut und passt mit ihren rund 250 PS gut zur Strecke. Üblicherweise ist die 52 mh nur im Winterhalbjahr im Plandienst anzutreffen, da die langen Bäderzüge der Sommersaison sie überfordern würden. Der zwischen Putbus und Binz pendelnde Sonderzug zum Bahnhofsfest ist daher eine einmalige Gelegenheit nicht nur für die Fahrgäste, sondern vor allem auch für Filmer und Fotografen, die in großer Zahl die Strecke säumten. Petroleumleuchten, eine Leihgabe der Museumseisenbahner vom DEV aus Bruchhausen-Vilsen, stehen der Lok ausgezeichnet. In Posewald wartet der Sonderzug auf Kreuzung mit dem Planzug, der mit der im Sommer üblichen Bespannung durch einen sächsischen Bullen unterwegs ist. Mit etwa 600 PS ist die 99-1784 wesentlich zugkräftiger als die kleine Lenz-Type. Gegen 18.20 Uhr geht es weiter gen Putbus. Am Pastitzer Weg wird der letzte Bahnübergang vor dem Endbahnhof überquert.
vom gelben Meer nun zurück in die weiße Stadt. Das Kriegerdenkmal bildet den Mittelpunkt des Marktes. Am Markt liegt auch das Residenztheater. Es wurde zumeist als Sommertheater genutzt und hat kein eigenes Ensemble. Heute finden hier Gastspiele, unter anderem im Rahmen der Putbus-Festspiele, statt. Das Theater verfügt über 244 Sitzplätze. Zurück an die Strecke, um den Fotogüterzug nicht zu verpassen. Kurzer Fahrt ist auch schon die Station Selwitz erreicht. Hier ist Kreuzung mit dem Traditionszug. Jetzt kann die 99-46-52 umgesetzt werden. Die kleine Heeresfeldbahn-Lok ist im Besitz des Fördervereins zur Erhaltung der Rügenschen Kleinbahnen und erst seit 2015 nach umfassender Aufarbeitung in Meiningen wieder in Betrieb. Noch bleibt Zeit für einen kleinen Imbiss, denn der kreuzende Planzug muss noch abgewartet werden. Solch ein langer Bäderzug findet nur mit Mühe Platz am Bahnsteig der kleinen Station Posewald. Nach diesem akustischen Leckerbissen hat sich die Maschine eine Pause im Kreuzungsbahnhof verdient, wo der abendliche Bäderzug überholt.
Zeit reicht nur für einen kleinen Schwatz, bevor der Planzug weiterfährt. Dieser Baum bei Kilometer 36,5 kündet noch vom zurückliegenden Winter. Eine Oase der Ruhe ist der Schlosspark von Putbus mit seinen gepflegten Anlagen und den klassizistischen Bauten wie hier der Orangerie. Einen weiten Blick hat Fürst Wilhelm Malte heute, denn es fehlt das Schloss, das einst etwa dort stand, wo heute Schild und Parkbank stehen. Nach dem Abriss 1962 erinnern daran nur noch die Schlossterrassen. Wenden wir uns noch einmal dem Pendelzug zu. Am Morgen begegnet er uns bei Pastitz. Im Jahr 1916 ist der Putbusser Viadukt eine der ersten Stahlbetonbrücken Deutschlands. Doch der Pendelzug fährt weiter über das Dreischienengleis nach Lauterbach. Rückfahrt passiert er das ehemalige Empfangsgebäude von Lauterbach. Auch die V100 macht vor dem Pendelzug optisch und akustisch eine gute Figur. Nicht weit von hier zur Kleinbahnstrecke. Unterwegs passieren wir ein malerisches Transformatorenhäuschen, das heute Fledermäusen eine Bleibe bietet. Eben passiert der Planzug Bolchow. Dann ist es auch schon Zeit für den ersten Traditionszug des Sonntags.
geradezu kitschig mutet diese Szene am Dorfteich von Posewald an. Bei Seelwitz zieht der Zug an weiten Getreidefeldern vorbei. Den Bahnhof säumt ein beinahe verblühtes Rapsfeld. Jetzt auf nach Binz, um die Rückfahrt kurz hinter dem Bahnhof abzupassen, wo die Kleinbahn von gepflegten Gärten eingerahmt wird. Idyllisch meandert die Strecke bei Serams durch die Landschaft. Und ein letztes Mal am Pastitzer Weg, bevor es heißt, für diesmal Abschied zu nehmen vom rasenden Roland.